Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter und Kron. Heute mit Dragon Castle, der Neuheit von Horrible Games, von den Autoren Lorenzo Silva, Halmar Hach und Luca Ricci oder Ricci. Den Halmar Hach, den kennen wir seit uns sein Fotosynthesis so begeistert hat. Ja. Und das haben wir tatsächlich mit dem Prädikat Hunter und Kron besonders empfehlenswert ausgezeichnet. Und hier ist er wieder. Und jetzt die Neuheit eben Dragon Castle. Aber wer jetzt erwartet, dass wir hier mit Schwertern eine Burg stürmen und gegen einen blutrünstigen Drachen kämpfen, der ist ein falscher Film, weil das Spiel basiert auf dem traditionellen chinesischen Mahjong. Das behaupte ich einfach mal, jeder zweite Mensch auf der Welt schon einmal irgendwo, zumindest vielleicht auf dem Computer. Ich kenne es auch als altes Computerspiel, Windows wo man 3.1 vorinstalliert. Ja, deswegen kennt es vermutlich jeder zweite. Und darauf basiert das Ganze. Und deswegen wird man sich hier auch schnell zurechtfinden, weil wir werden hier auch die alte Drachenburg ist in Ruinen zerfallen. Wir versuchen jetzt aus den Trümmern eine neue Burg auf unserem eigenen Territorium zu errichten und bedienen uns da dieser schönen Trümmersteine, der Mahjong-Steine, und werden halt pärchenweise diese Ruine abarbeiten und fangen da, wie man das aus Mahjong kennt, wir müssen jetzt hier halt von oben was nehmen, also einen Stein von ganz oben, und jetzt müssen wir noch einen Stein von der unteren Ebene nehmen, und da ist die Regel, dass er an einer langen Kante offen ist. Also ich kann nicht den Stein hier rausziehen, solange nicht der hier vorher gegangen ist. Wobei man sieht, bei dem Aufbau, den wir hier gewählt haben, der angeblich gut für zwei Spieler ist, da gibt es hier so Gräben und es sind quasi vier Trümmerburgen, und das ist schon mal eine coole Sache. Das Spiel hat eine extrem hohe Varianz. Es gibt unterschiedlichste Aufbaumöglichkeiten für die Drachenburg. Auch du darfst sogar selber sich was ausdenken. Kannst du auch selber irgendwelche Muster ausdenken, klar. Es gibt auch hier jede Menge, das sind so Geister, die dann noch bestimmte Sonderregeln ins Spiel bringen. Ja. Wir spielen hier mit dem Geist der Tiefe. Können wir da nachher noch drauf eingehen, was der macht. Und der titelgebende Drache. Da gibt es auch verschiedene Drachen, aber wir haben es vergessen, wie der heißt. Auf jeden Fall gibt es letztlich halt so eine Art Sonderbauregel vor, für die es am Ende Siegpunkte gibt. Und hier der Geist der Tiefe, der gibt eine besondere, ja, eine Möglichkeit, besondere Steine, eine Regeländerung, ja, kostet allerdings auch was, da gehen wir nachher gleich im Spiel drauf ein. Aber wirklich, muss ich auch sagen, sehr stimmungsvoll schön gemacht. Ich habe ja nur den Prototypen mal gesehen, da war das alles noch nicht so schön. Und ja, übrigens hier der Aufbau, ne? Die vier Jahreszeiten, alles so schön asiatisch blumig beschrieben. Und genau, es ist halt Mahjong mit einem extra Kniff und Kick, weil wir natürlich nicht nur abernten, sondern auch aufbauen, außerdem noch so Schreine haben, die wir da platzieren können und werten können. Je nachdem, ob wir das in Ebene in Höhe 1, 2 oder 3 machen, gibt es unterschiedlich viele Punkte. Aber da gehen wir dann nachher noch drauf ein, wenn wir das auch wirklich tun. Ich würde sagen, wir stürmen die Burg und ich bin Startspieler, weil in der Anleitung steht, es ist Startspieler, wer zuletzt einen Drachen gesehen hat. Ja, okay. Lieber Hunter, ich habe gestern Abend einen Drachen gesehen. In Super Mario Odyssey bin ich schon jetzt beim Kampf gegen diesen Drachen und danach bin ich Bowser auf den Mond ist gefolgt. Okay. Ich glaube, es ist nicht mehr lange hin. Dann ist Peach wieder dahin, wo sie hingehört. Gut. Das heißt, du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Man kann hier einmal kurz in der Übersicht sehen, es gibt im Endeffekt drei Möglichkeiten. Du kannst versuchen, zwei Steine zu nehmen. Dazu musst du aber auch von der obersten Ebene einen finden, den du nehmen kannst. Und dann exakt den gleichen aus einer anderen Ebene. Oder also aus einer beliebigen Ebene. Oder man nimmt nur einen Stein, wenn man keinen passenden findet, und kriegt dafür noch einen Schrein in den Vorrat. Oder man schmeißt einen Stein weg und kriegt dafür einen Siegpunkt, wenn man sonst gar nichts machen kann. Und es gibt noch eine vierte Möglichkeit, aber das ist erst, wenn nur noch die unterste Ebene da ist, dann kann man nämlich hier noch so einfach so Zeitsteine nehmen, die einfach zwei Siegpunkte geben, und das bringt uns dann dem Spielende rasant näher. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Du darfst erstmal anfangen. Ja, ich werde nehmen diesen Schwertstein aus der höchsten Ebene. Ja, das und ist jetzt die höchste Ebene. Noch einen aus der unteren Ebene und benutze jetzt gleich mal das hier. Wir du hättest auch aus einer anderen Ebene nehmen können, aber das ist jetzt der einzige, den du noch der nehmen einzige, kannst. Der absolut identische, den ich nehmen kann. Ja. Auf den ist gleich mal mein scharfer Adlerblick gefallen. Ja. Und dank dem Graben kann ich ihn ja nehmen, weil die Längsseite ihn angrenzt. Und jetzt werde ich einfach hier oben anfangen, meine Burg zu errichten. Ja, weil hier eine Sonderregel sagt hier schon, wir kriegen extra Punkte für Schreine am Rande unseres Spielplans. Also es so lohnt sich auf jeden Fall ranzubauen. Und ab 4 könnte man es werten und umdrehen und quasi aus den Trümmern neuen Baugrund schaffen. Ja. Aber man kann damit auch warten. Es gibt drei sozusagen grundsätzliche Arten von Steinen. Das kann man hier sehen. Es gibt die Rot, Gelb und Grün. Das sind die Kasten, also Kriegerkaste, Händlerkaste und ich glaube das Bauernkaste soll das sein. Mhm. Dann gibt es noch Jahreszeiten sind die Blauen und Winde sind die
Schwarzen. Schwarzen und Drachensteine. Und der Unterschied ist nur, dass wir später, wenn wir die Schreine setzen, da können wir halt auf diese Schwarzen und Grünen können wir zwei setzen. Und auf die Drachen kriegen wir noch einen extra Siegpunkt, während wir auf die anderen nur einsetzen können. Und deswegen werde ich natürlich jetzt einen schwarzen Stein nehmen. Diese können wir leider noch nicht nehmen. Obwohl, die könnte man auch nehmen. Man kann nämlich zuerst mal einen nehmen. So. Und dann gucken. Und hier ist exakt der gleiche jetzt frei geworden. Dann nehme ich den einfach auch. Ja, ja, du hast natürlich recht. Die Steine haben natürlich unterschiedliche Wertigkeiten. Wobei die nicht besonders viel verschieden sind. Die Kronen, ja, aber natürlich mit an Anzahl der Dinger. Wie kommt man überhaupt an mehr Schreine? Wir haben einen Schrein am Anfang. Man kann sich auch entscheiden, nur einen Stein zu nehmen und dafür noch einen Schrein. Aber ich möchte das nicht. Der Drachen, ja, da hätte ich natürlich auch. Habe ich mir gleich schon mal zwei gute Drachensteine hier. Du brauchst natürlich auch die Schreine dafür. Deswegen, ich werde jetzt mal gucken, ob ich jetzt einfach schon den Abschluss schaffen kann. Ja, weil das Ding ist sozusagen, Schreine baut man dann, wenn man die Steine umwandelt. Und das kann man machen, wenn mindestens vier gleiche, orthogonal angrenzend hier von oben gesehen gebaut sind. Die können in unterschiedlichen Ebenen sein. Ich nehme jetzt trotzdem, ich glaube, ich nehme den Wind hier. Und dann nehme ich den Wind hier. Ja, dagegen ist nichts zu. Ja, ich habe Angst, den ganzen Turm zum Einsturz zu bringen. So, ich lege es, ich muss ja nicht angrenzend bauen, oder? Ich kann hier einfach überlegen, ob vielleicht mache ich das ja einfach mal so. Tja, ich muss halt von der obersten Ebene nehmen. Genau. Das ist sozusagen immer der muss auf jeden Fall Kniff. Ich kann anfangen. Jetzt nicht, auf jeden Fall kann ich nicht nochmal so Drachen nehmen. Das und um Schreine zu bekommen, musst du, wie gesagt, dich irgendwann dazu durchringen, mal nur einen einzelnen Stein zu nehmen. Klar. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Du kannst auch sagen, ich entferne diesen Stein hier und nehme dafür einfach einen Siegpunkt. Das könnte ich machen. Muss ich mal gucken, der da ist noch. Weil man dem anderen vielleicht. Ich will nicht, dass der den einen. Ah, guck mal, ich nehme den hier. Ja, und den hier. Ja. Und die baue ich jetzt mal hier oben. Ich kann noch nicht übrigens hier oben hier so höher bauen. Das geht tatsächlich erst, wenn ich die umgedreht habe, umgewandelt habe. Und das geht wiederum erst, wenn ich hier vier habe. Ich zeige euch das mal. Du machst es jetzt. Ich nehme hier ein rotes Schwert. Ja. Und hier unten das passende Schwert. Baue die jetzt einfach mal so angrenzend an. Und jetzt sind es vier. Vier rote quasi. Ich werde die werten. Ja. Vier rote umdrehen. Sind zwei Siegpunkte. Die kriegst du einfach. Ich hätte jetzt auch noch weiter bauen können. Kann man hier einmal zeigen. Je mehr man baut, desto mehr Punkte. Aber ich möchte hoch hinaus. Ich baue da noch keinen Schrein drauf. Und nehme einfach zwei Punkte, weil ich jetzt quasi da noch weiter. Ab jetzt könnte ich auch neue Pärchen da drauf legen. Und du könntest jetzt, könntest jetzt auch einen Schrein drauf bauen. Und dann trotzdem noch weiter bauen. Nur auf den, wo du auch den Schrein drauf gelegt hast, natürlich nicht. Aber du kannst jetzt einen Schrein bauen. Ich baue meine. Und also nur mal so, du könntest es so machen, dann wäre das ein Siegpunkt wert und zwei, weil er am Rand ist. Und verstehe. Und quasi nachher nochmal was und dann später höher bauen. Okay, nur du hast recht, danke. Ja, ich wusste nicht, dass ich quasi, ich darf dann hier trotzdem weiter. Da darfst du trotzdem weiter. Ah, cool. Alles klar, dann mache ich das so. Und die Schreine wäre, wie gesagt, erst am Ende. Spielende gewertet. Okay. Genau. Ja, aber der ist halt sozusagen, dadurch, dass am Rand ist, halt wirklich. Plus eins durch die Sonderregel des Drachen. Genau, so, guck ich mal, kann ich hier wieder. Ah ja, ich baue erstmal so ganz gemütlich weiter. Ich nehme den hier und den hier. Ja, ich baue irgendwie mal so, ich weiß auch nicht. Symmetrie. Okay. Ich nehme den. Und einen Schrein. Mhm. Korrekt? Ja. Der kommt in meinen Vorrat. Ja, gibt ja dann doch gute Situationen, wo man denkt, ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es eigentlich ganz günstig, einen Schrein zu nehmen. Auf jeden Fall hast du jetzt den Eindruck erweckt, es könnte günstig sein, einen Schrein zu nehmen. Ich nehme die zwei. Ja. Und mache jetzt auch mal so eine Umwandlung-Geschichte. Es sind auch vier von gleichen Art. Ich drehe die um. Krieg auch zwei Punkte. Und baue auch mal meinen Schrein hier an den Rand. So, du bist dran. Ich nehme den und den. Und werde damit jetzt
hier weiterbauen. Also jetzt ist zum Beispiel so eine Situation, wo man schon fast keine 2 mehr nehmen kann, richtig? Also ich kann die 2 noch nehmen. Mhm. Tust du scheinbar auch. Ja, mache ich auch. Und baue jetzt hier, ne? Ich fange jetzt hier einfach hochzubauen. Ich kann jetzt eben auch auf diese umgedrehten. Aber du kannst erst, wenn es 4 sind, genau. Kann ich die schon, da kann ich schon hochbauen. Ich werde erst die Grundfläche groß genug bauen. Dann auch wirklich hier. Ja, also ich sag mal, wir hier nach den Sternen greifen, ja, wenn wir noch gar kein Fundament haben. Wir sind natürlich noch keine Dragon Castle Experten. Ich muss sagen, ich bin kein Mahjong Experte. Ich habe es nie so richtig gespielt. Ich habe mich da runtergeklickt. Ich weiß nicht, wann war denn Windows? Wann hast du gesagt? Du wusstest noch, auf welcher Windows es dabei war? Keine Ahnung. Also ich denke, so, es war so, es war wirklich ganz alt. Egal. Mein Vater hat halt beruflich schon damals so 386er und sowas gehabt. Und deswegen habe ich da halt Minesweeper und dann auch irgendwann bestimmt Mahjong geklickt. Mahjong, ja. So. Und dann gab es das später, kurz Intermezzo, gleich zu Ende, in diesen Photoplay-Automaten, die es mal so in den 90ern in Kneipen gab. Ich glaube, da war neben Trivial Pursuit Mahjong halt auch vertreten. Okay. So, jetzt du hast jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten. Doch, ich kann den hier nehmen. Ja, natürlich. Und dann den hier. Nee, ah, doch, ja klar, logisch. Ah, nee. Ja, doch, doch, ja, klar, doch, 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 doch. Du musst nur aus der obersten. Und jetzt mache ich das so und ich werde das gleich wieder werten. Zack, 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 zack. Und baue hier an den Rand einen Schrein. Ja. Hübsch, oder? Ja. Möchtest du da nicht einziehen und wohnen? Ja, ich muss jetzt den da oben nehmen, quasi. Im Zweifel halt einen Schrein. Ich könnte den auch wegschmeißen und einen Siegpunkt kriegen. Na klar. Ne? Aber ich mach's jetzt einfach mal. So verstehe ich das zumindest. Ja, ich mach's jetzt einfach mal so. Hier sieht man ja die, genau. Das sind die. Ja. Es geht schneller runter, als man will. Ja. Ich baue den jetzt. Achso, soll ich das jetzt hier machen? Das ist ja auch nicht so clever. Ich habe natürlich auch keine Ahnung von Mahjong, weil bisher dachte ich halt, das sei so ein Solitärding. Ne? Man baut da halt so diesen Tempel ab und versucht so weit wie möglich zu kommen. Ich baue es jetzt vielleicht mal hier ist so. Das auch so. Okay. Das darf man auch quasi. Ach so, warte mal kurz. Ja, das darf man auch. Schon, ja. Das darf man auch. Ich habe jetzt natürlich einen kleinen Fehler gemacht, aber ist nicht so schlimm. Ich hätte es anders machen sollen. Egal. Man lernt dazu. Ich baue es einfach mal so. Da hast du auch noch 2 Felder. Ja, ich weiß. Okay, okay. Jetzt gibt es ja wieder ein paar Möglichkeiten. Jetzt muss ich kurz gucken. Die müssen ja nicht exakt identisch sein. Die müssen ja, wie gesagt, nur eine Art haben. Das ist die Frage. Ich sehe schon, es ist voll teuflisch. Weil du halt du brauchst halt deine entsprechenden Steine. Ja, ich nehme jetzt den einzelnen, leg den hier hin, nehme den Schrein und werte es noch nicht. Ja. Teuflisch, teuflisch. Oh, für meine zweite Wertung habe ich mir gar keine 2 Siegpunkte genommen. Ich habe ja schon zweimal, es war auch ein gelber, es war also nur auf dieser einfachen Kaste. Ja. Und auch immer nur 4. Ich nehme tatsächlich jetzt auch einen Bambus und nehme mir auch einen Schrein. Ich brauche auch mehr Schreine, das habe ich echt festgestellt. Und ich muss jetzt mal in Ebene 2 kommen. Ich nehme den hier und den hier. Und bau die jetzt in Ebene 2. Sehr gut. Ja. Ich nehme jetzt einfach tatsächlich auch hier so einen grünen einzelnen. Und nehme noch einen Schrein. Ja. Ich muss das kurz, kurz anschauen. Aber wirklich nur kurz. Und dann werde ich, glaube ich, auch. Oh, das ist ja irgendwie. Ja, doch, okay. Oh, das ist, Verstehe. Also, es ist kniffliger, als man denkt. Also, dieser Aspekt, dass man einem selber dann wieder
hochbaut, der macht es auf jeden Fall. Der ist ja frei, theoretisch. Der wäre frei, der gleiche aber du, wie der da oben. Ah, oh, der sieht sich nur ähnlich. Genau. Ein ähnlicher Stein ist nicht ein identischer Stein. Du musst einen gleichen Stein, wenn du zwei und Steine nehmen willst. Schwarzen komme ich gar nicht ran. Das ist ja irgendwie, ich könnte natürlich die beiden hier nehmen, aber ich brauche natürlich auch Schreine. Ich nehme jetzt mal den Drachen hier, den einzelnen Drachen. Du nimmst den einzelnen Drachen? Ja. Oh, wollte den auch. Den wollte ich auch. Ich nehme den einzelnen Drachen, baue den hier hin und nehme dafür einen Schrein. Ach, sehr gut, da hat es ja was gebracht, nachzudenken. Wenn du auch den Drachen nehmen wolltest, dann war es auf jeden Fall in der Hinsicht schon ein guter Zug. Ich nehme jetzt den schwarzen hier und nehme auch noch einen Schrein. Ein Wind? Ja, du sammelst da auch Schreine. Ich habe auch gemerkt, ich habe zu wenig Schreine, um überhaupt hier abzuschließen. Und den schwarzen, den Windstein hätte ich auch gerne gehabt. Und die sehen sich alle nur ähnlich, die blauen. Achso, aber da, jetzt. Das ist echt, ja, das ist. Aber der ist natürlich frei. Ich könnte ja den nehmen und dann den hier. Richtig? Ja. Und jetzt baue ich. Baue ich dir hier. Ich gebe dir jetzt einfach nichts, ey. Das ist einfach. Das ist eine Katastrophe. Aber das mit den Einzelnen nehmen ist natürlich schon cool, dass du doch so ist. Fühlt sich vor allem hier diese an. Jahreszeiten. Das fühlt sich dann trotzdem wie ein guter Zug an, finde ich. Also ich nehme dann den und den. Oh ja, das passt. Du baust auch so an allen Sorten gleichzeitig. Ja, es ist halt auch, weil man... jetzt könnte ich die Schwerter natürlich nehmen. Jetzt würde ich das halt schon wieder... Egal, ich mache das jetzt. Ich nehme das und das. Ich werte das jetzt schon wieder direkt, aber das da habe ich ja noch ein größeres Projekt und nehme hier zwei Siegpunkte dafür, dass ich die umdrehe und werde auch tatsächlich wieder einen Schrein drauf errichten. Und jetzt tausche ich mal kurz hier fünf Siegpunkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf gegen fünf. Ich nehme jetzt den und den. Und baue hier einfach jetzt mal hier, dann habe ich jetzt, sieht man jetzt mal eine größere Fläche, wie gesagt, von oben gebracht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die müssen gar nicht in der gleichen Ebene sein, natürlich. Nee. Das sind jetzt 6 das Stück. Das sind 6, das sind dann 5 Siegpunkte. 5 Siegpunkte. Und ich kann natürlich auch einen Schrein draufsetzen und dann setze ich natürlich schlau. Hier dahin. 5 Siegpunkte. Bis hierhin dachte ich, es läuft gut. Aber jetzt... Ja, dann nehme ich jetzt einen einzelnen grünen und einen Schrein. Ja, ich nehme jetzt halt blau, zwei und aktiviere die halt auch wieder. Ja, das sind auch 4. Aktiviere die. Und das sind vor allem sind das Jahreszeitensteine. Das sind Jahreszeitensteine, das bedeutet, ich kann jetzt 2 Schreine bauen. Aber Gott sei Dank nicht am Rand. Nicht am Rand, das war natürlich nicht so gut. Ja. Ich könnte 2 Schreine bauen. Ist die Frage, ob ich das machen soll. Also auf jeden Fall kriege ich erstmal 2 Punkte. Nee, ich mache das jetzt mal nicht. Ja, dann nehme ich jetzt die beiden einfach und baue mit denen, baue die hier so rein. Okay, auch wieder Jahreszeitenstein. Ich brauche jetzt diese Windsteine, wo sind die alle hin? Ja. Du hast ja, das mit diesen Doppelebenen, das war echt gut. Ich muss jetzt auch. Nichts Grünes mehr da, was soll man tun? Und nichts Schwarzes, kein Wind, kein... Die beiden könnte ich natürlich... Kriege ich auch noch so einen Wind irgendwie? Ich nehme den einzelnen Windstein hier. Und einen Schrein, oder? Ich könnte auch den noch nehmen.
Ja, dann nehme ich doch lieber zwei. Und wie baue ich die jetzt? So. Ja, ich nehme so einen. Und einen einzelnen Schwerterstein und auch wieder einen Schrein. Warte mal. Oder? Ja. Einzelnen Schwerterstein. Oder wie? Oder was? Schrein. Oder doch, doch nicht? Ja, ja, doch, doch. Okay. Okay, okay. Jetzt nimmst du ab. Es sind nur noch rote Steine da oben. Kann man da noch irgendwie. Ja, da könnte man noch ein Pärchen nehmen. Brauche ich eher Steine? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt wirklich noch eine Fläche starten? Ich weiß es auch nicht. Egal, ich nehme jetzt die beiden und starte noch eine Fläche. Starte es einfach noch eine Fläche. Ja, am Schluss gibt es einfach nur noch Punkte für die Schreine und halt, ja. Bau die, ne, da rein. Mhm. Ja, jetzt ist hier gleich die Ebene abgeerntet. Und ja, dann, ich nehme jetzt mal den einen hier. Und noch einen Schrein. Und noch einen Schrein. Ich nehme die beiden hier und damit ist die letzte Ebene eröffnet. Ja, und jetzt, noch nicht. Ja, jetzt kann man theoretisch halt auch statt irgendwas zu machen einfach sich zwei Siegpunkte holen, und wenn das zweimal gemacht ist, hier der Ausrufezeichen ist, dann ist quasi nur noch, ich warne dich, nur noch dann wird die Runde nur noch zu Ende gespielt. Ich warne dich. So. Das haben wir jetzt auch gar nicht richtig. Das haben wir noch nicht. Ich wollte es einmal. Ich hätte das einmal benutzt, wenn du mir das nicht weggenommen hättest. Ah. Dann hätte ich einmal sozusagen einen anderen Drachen genommen, ah, ja. Ja, der nicht passt und dann dafür halt einen, ja, Stein weggeschmissen. Aber das hast du halt nicht. Und das sind ja noch die Einsteiger-Dinger. Da gibt es ja, ja, wirklich krasses Zeug. Ja. Also. Weil jetzt ist natürlich, jetzt kann ich einen Doppeldrachen problemlos nehmen. Jetzt nehme ich halt den da. Ja. Da gibt es wirklich, und, hier kannst du ja mal zeigen, einen Haufen Unterschied. Ja, das ist natürlich. Und hier, das ist Einsteiger. Und da ist dann halt, da gibt es dann einfach verrückteste Effekte, die wir euch auch noch gar nicht alle, die müssten wir auch alle noch nachlesen. Aber wirklich auch sehr schön gemacht und auch hier so Sonderwertungs-, oh, da wird einem ganz anders. Aber das sieht man schon, also dieses Spiel hat einiges an Komplexität zu bieten, ja, da wird einem nicht langweilig. Also ich habe jetzt übrigens diese zwei gleichen Drachen genommen und habe hier meine Drachenfläche. Ah, guck mal, jetzt, das war jetzt ein Anfängerfehler gewesen, weil natürlich brauche ich das wenigstens einen hier so hoch. Na, das ist trotzdem 4. Ich aktiviere die natürlich. Krieg 2 Punkte dafür. Warum liegt der nicht falsch rum? Oh, dann habe ich den verschoben. 2 Punkte. Und jetzt kann ich, auch weil es Drachen sind, 2 bauen und krieg noch 1 Punkt extra, weil es Drachen war. Ja, das ist dann hier. Kann auch 2 bauen. Und Drachen. Ach so, und natürlich baue ich den einen. Ach so, das gibt auch 2 Siegpunkte. Dann baue ich den nicht hier hin. Okay. Hm. Jetzt muss man halt irgendwie an die rankommen, richtig? Ich kann ja nicht aus der, ja, Mitte da einen rauspicken. Also ich kann jetzt den nehmen und den nehmen. Ja? Ja. Und dann baue ich die beiden hier an. Oh, jetzt hast du eine Riesenfläche. 2, 4, 6. Ja. Ich warte aber noch, glaube ich. Du willst noch nicht aktivieren? 6, ja. Ich glaube, ich mache jetzt zu. 6er Fläche sind 5 Punkte. Und ich dürfte einen Schrein stellen. 5 Punkte und einen Schrein, den mache ich natürlich an den Rand. Ja, ich werde jetzt hier diese Wolke nehmen und diese zweite Wolke auch, die dann frei wird. Und dann kann ich nämlich hier schön den da drauf setzen, den hier drauf und kann meine Wolken aktivieren. Mhm. Und zwar sind es 5. Dafür kriege ich wie viele Punkte nochmal? Für 5 kriegst du 3. 3. Und darf auch 2 Schreine setzen, weil es eine Wolke, also weil es eine Jahreszahl war. 3 Punkte, 2 Schreine und dann setze ich natürlich hier drauf. Und dann hier. Aber wir haben schön viel Türme an den Rand gebaut. Der Drache wird sich freuen. Ich kann jetzt diese einzelne Wolke hier nehmen. Ja. Ich nehme eine einzelne Wolke, baue die hier hoch. Werte noch nicht und nehme mir noch einen Schrein, weil ich ja nur eine genommen habe. Jetzt habe ich keine Schreine mehr, wie ärgerlich. Jetzt hast du deine Schreine verpulvert. Ja, dann nehme ich einfach nur einen. Und einen Schrein. Und einen Schrein.
Also ihr merkt auch schon, wir wissen jetzt, wir könnten jetzt ständig hier Spielende einläuten, aber das will man vielleicht irgendwie gar. Man will auch irgendwie weiterbauen. Und einen Schrein. Oh, du machst so eine Riesenfläche. Und jetzt mache ich hier die Sechserfläche, das sind immer 5 Punkte. Und es ist Wetter, Wind meine ich. Das heißt, ich darf jetzt 2 Schreine setzen. Und Manometer. Ja, aber die ist natürlich auch nicht am Rand jetzt, aber... Achso, das ist wahrscheinlich genauso viel wert, die am Rand zu bauen, wie da oben, ja. Weil die ja einen extra Siegpunkt am Rand geben. Mhm. Dann kann ich sie eigentlich auch dahin bauen. Da ist auch noch nicht umgedreht. So, jetzt. Ja. Okay. Ah, ja. Na gut, ich nehme einmal sowas. Ein Schrein. Und habe hier meine 4er blauen, die werde ich aktivieren. Dafür kriege ich 2 Punkte. Darf ich jetzt die Schreine von da genommen? Ich befürchte, ich tue mal 2 weg. Weil so viel hatte ich nicht. Ich habe gerade 2 von da drauf gebaut und hatte immer noch 3. Und guck, ich baue jetzt hier einen in die dritte Reihe, also ganz oben hin. Der wird dann am Ende 3 Siegpunkte wert sein. Bitte beachten, ich habe sie, also ich befürchte, wie gesagt, ich habe sie von da genommen und habe 2 aber jetzt aus dem Vorrat zurückgelegt. Ja, es wird schon stimmen. Jetzt stimmt's wieder. Du bist dran. Weißt du, ich hatte ja nicht 5, ich hatte 3 und die waren immer noch 3, nachdem ich gerade 2 verwahrt habe. Okay, jetzt muss ich aber... mit denen kommt man ja noch nicht. Ist ja nicht so einfach. Nehme ich jetzt die beiden grünen hier. Mhm. Und baue das hier. Ist dann eine... 5er-Fläche. Mhm. Sind 3 Punkte und ich darf einen Schrein errichten und den errichte ich dann da oben. Vermutlich mal. Jetzt habe ich aber auch keine Schreine mehr. Ich nehme den da hier einzeln und einen Schrein. Das heißt, der Schrein kommt da hoch. Ja, jetzt gehen mir auch die Schreine aus, tatsächlich. Also muss ich jetzt, ich nehme jetzt auch einen einzelnen und einen Schrein. Drachen. Ja, jetzt nehme ich erstmal die 2 hier. Mhm. Aktiviere diese 5er-Fläche hier für 3 Siegpunkte. Richtig? Vergessen wir wieder. Ja, 5 sind 3. Und einen Schrein kann man auch setzen hier. Ah, das ist ein schöner Schrein hier. Guck mal, ganz oben und am Rand. Mhm. Ja, ich muss nochmal einen einzelnen nehmen und einen Schrein. Ist jetzt die ganzen Drachen weg? Ich muss jetzt hier irgendwie diese Drachen bauen, ja. Jetzt habe ich gar keine Schreine für die und das muss ich auch noch machen. Oh. Man muss seine Projekte auch zu Ende bringen. Ja, also ich baue jetzt erstmal, ich baue jetzt lieber erstmal nochmal ein bisschen. Fläche. Fläche, ja. Grün. Das gleiche mache ich mit Gelb. Du wieder? Eieieiei. Achso, das war jetzt nicht so clever. Naja, ich kann da ja gar keine Schreine drauf bauen, weil ich dann einen bauen kann. Na gut, aber egal. Nehme ich mal einen. Ein Schrein. Weil hoch bringt ja wirklich nur was, wenn nachher auch Schreine drauf sind. Die beiden. Zack. Zack. Und werte das. Das ist eine 4er-Fläche. Nur 2 Punkte. Aber ich darf 2 Schreine drauf bauen. Und den darf ich noch umdrehen. Ich verstehe. Alle Schreine, die ich habe. Ja, es wird langsam jetzt, langsam. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon so gedacht, dass man quasi hier den, dann ist der frei, dann kann ich den nehmen. Jetzt habe ich jetzt hier nochmal eine 5er-Fläche. 5er-Fläche sind 3 Siegpunkte. Und ein Schrein, den ich hier schön an den Rand setze. Mhm. So. Hübsch. Sehr hübsch, finde ich. Sehr hübsch. Tja, jetzt muss ich halt
Verstehe. Ich nehme jetzt nur den einzelnen gelben. Und Das einen sind Schrein. die gelben. Aber ich nehme jetzt auch die gelben. Kann ich gut gelben nehmen? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Da ja. Zwei. Da. Du nimmst auch gelb. Und ich aktiviere noch nicht. Du aktivierst noch nicht. Hast du Schreine? Nee. Du hast keine Schreine. Dann nehme ich die gelben. Müssen jetzt die gelben weg, oder wie? Baue das hier und hier rein. Und aktiviere. Aber jetzt. Das aktiviere ich jetzt lieber mal. 2, 4, 6, 7. 7 sind 6 Punkte. Und einen Schrein. Ich mach schon Den mal, baue ich während du hier hier oben. so Ja, mal so umdrehst. ich Ich werde baue den jetzt mal Schrein hier nur noch den hier da oben. hier einnehmen, den hier hinstellen und einen Schrein nehmen. Und dann werde ich auch aktivieren. Ja, ich muss mal ein bisschen puzzeln, aber wenn ich dann 1, alle 2, 3, hinter 4, 5. Ja, muss so ein bisschen. Ja. Das sind drei Punkte Den. und ich baue natürlich hier diesen Schrein noch schön Den. hier hin. Den. Okay. So, jetzt bin ich dran. Ich nehme den einzelnen Drachen und einen Schrein und werte noch nicht. Ich nehme jetzt die zwei Punkte, weil ich sehe jetzt, hier müsste ich sozusagen noch voll hochbauen, damit ich die ordentlich. Jetzt sehe ich einfach sofort einfach zwei Punkte geschenkt. Dann nehme ich den einzelnen Drachen, einen Schrein und jetzt werte ich natürlich. Das sind immerhin fünf, das sind drei. Und jetzt kann ich zwei Schreine da oben hinsetzen. Okay, dann hast du schon wieder. Ja, und ich nehme jetzt natürlich, weil ich jetzt kann ich ja nichts mehr machen, ich nehme einfach die zweiten zwei Siegpunkte einfach geschenkt. Jetzt ist es. Fragezeichen kommt auf, jetzt wird die Runde noch zu Ende gespielt und da du Startspieler warst, ist vorbei. Dann habe ich genau im richtigen Moment noch meine Drachen geschafft zu werten. Genau, und So. jetzt werden im Endeffekt nur noch die Schreine gewertet. Ja, Genau. Also und erstmal, wir können ja in Höhe 1, wir können ja erstmal die Höhen und dann die dann, Äste oder genau. so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Und dann 4 mal 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Punkte für 21 die Punkte. normalen Höhe und dann halt am Rand 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Punkte. 30 Punkte. Achso, ja, kannst du einfach nehmen. Sind Kannst du mal zusammenzählen, wie viel du 20, hast. Ich habe 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 plus 9 sind 22. Achso, und dann die Reihen da. 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, mit der Kamera zu Das soll ich zählen. nachzählen. Das irritiert immer so ein bisschen. 31. Hast du mal gemeinsam insgesamt, du Ich kannst ja einmal habe. nochmal nachzählen. Ich zähle mal so lange schon mal hier. Ja, passt. Okay. So, 31, 41, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 58. 60, 10, 20, 30, 40, Ah! 50, 56, 57, 58, 59, Nicht schlecht. 60. Juhu! Aber knapp. Aber Ja. knapp, die Drache ist sehr schön, tatsächlich, sehr schönes Spiel, gefällt mir Ja, gut. ich muss wirklich sagen, ich habe ja diesen Prototypen auf Starlight gespielt und da hat er noch nicht so den Mega-Eindruck hinterlassen. Bei mir wahrscheinlich aus zwei Gründen. A, das macht schon eine Menge aus, dass das Material jetzt schön ist. Das waren noch so Glaube nicht so ich. tolle, die Grafiken waren auch noch nicht so auf dem Punkt und so weiter. Aber ich glaube, es hauptsächlich war auch, dass ich da noch gar nicht kapiert hatte, dass eben dieser Aufbau hier so total variabel ist. Das finde ich wirklich eine tolle Sache, dass man hier wirklich halt auch Mahjong-mäßig sich selber die Drachenburg bauen kann und so. Und ich habe, glaube ich, in dieser Probepartie auch nicht so noch nicht so richtig dieses Wertungsprinzip verstanden. Ich finde es auch sehr elegant.
Vielleicht nicht ganz so, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Azul vergleicht, was ja irgendwie so ein bisschen eine ähnliche Kategorie ist, nicht ganz so eindeutig, wie man jetzt gut spielt. Ein bisschen anspruchsvoller. Ja, so mit den ganzen Karten definitiv, aber ich würde mal sagen, so und auch jetzt mit den ganz einfachen, das haben wir jetzt wirklich kaum genutzt, aber ich sage mal, das war jetzt auch wirklich so einfach verständlich, da gibt es vielleicht noch ein paar. In dem Grad würde ich das fast in die Kerbe wie Azul nehmen. Ja, also es ist genau wieder dieses Sonntagsspiel, gemütlich, ich haben wir bestimmt gesagt, auch gemerkt, ja, da wird jetzt nicht wilde Kriegserklärung während dem Spiel geliefert, sondern man versucht halt so, puzzelt und macht. Es ist eine gemütliche, ruhige Angelegenheit in dieser Kerbe. Vielleicht sollten wir da auch mal eine Top-Liste machen. Es gibt ja so ein paar so wirklich entspannte Spiele, die absolut nicht stressig sind und tatsächlich gehört das gehört dazu. Und das war unser Let's Play das war dazu. Unser Let's Play zu Dragon Castle von Horrible Games, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Und vielleicht muss ich auch noch eine Sache sagen. Ja, vielen Dank fürs Unterstützen. Eine Sache wollte ich noch. Ich glaube, vielleicht lag es auch daran, dass ich ein bisschen überrascht war, dass Horrible so ein Spiel macht, weil die waren ja bislang eher dafür bekannt, auch für ein bisschen abgefahrene, witzige, verrücktere Sachen. Ja. Und das wirkt so ein bisschen wie von einem anderen Stern, aber ein guter Stern. Also die haben einfach auch mal was... Wobei, sag ich mal, zu Chialmachach passt das auf jeden Fall. Photosynthesis hatte ja auch so eine ganz schlichte Eleganz. Ja. Die haben einfach auch ganz andere Sachen. Machen einfach, was sie wollen. Das ist cool. Halma, wir bleiben nicht im Auge. Ja, bin gespannt, was da noch so kommt. Zweites Spiel. Nicht schlecht. Auch sehr schön. Danke fürs Zugucken. Gespannt, genau. Haben wir schon, genau. Wiederholen wir es wahrscheinlich, aber danke fürs Zugucken und so weiter. Bis zum nächsten Let's Play, würde ich sagen. Und dann hoffentlich wieder ein grandioser Kronchassis. Sehr, sehr knapp. Über Kameramann Hunter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.